So Leute, willkommen zurück zu Amnesia Machine 4PX. Im letzten Part haben wir nicht viel erreicht, aber wir haben zwei Schleusen geöffnet. Und da wollen wir doch mal gucken, wo wir jetzt so lang kommen. Damit. Na, kommt jetzt Mr. Schwein. Nein, aber er schreibt sich was auf. Das ist ein gutes Zeichen. Mendes, nachsinnflutlich. Ja, das bin ich. Das war's. Jetzt kann ich diese seltsame Dekontaminationskammer wieder betreten und meinen Weg fortsetzen. Juhu. Das Wasser wird zurückgedrängt und der Weg zur Beige freigemacht. Dort kann ich den Rest dieses schmutzigen Stroms zurück in die Themse leiten, wo er hingehört, und mir so den Weg ins Zentrum der Maschine ebnen. Ach ja, es läuft alles wunderprächtig. Und das sieht es aus. Ich wollte aber erstmal gucken. Ach so, ey, was? Oh. Aha. Alles klar. Okay, also jetzt durch Schleuse 2 da. Jetzt komm schon, das bahnt sich doch hier heran. Das ist lächerlich. Vielleicht. Ich wusste es, dass du jetzt kommst, du Ding. Ich wusste es. Das war so vorhersehbar. Und trotzdem habe ich mich ein bisschen erschrocken. Das ist schlimm. Schnauze da unten! Was? Was ist denn hier los? That's it, Papa. You're so near now. Ja, schön! Da kommen unheilvolle Geräusche raus, aber was soll's. Ich bin Madness, ich habe nichts zu tun. Hallo. Ach, wieder so ein Spaß, okay. Das finde ich okay, das finde ich okay. So. Nein, so ging das nicht. Irgendwie so. Nein, so ging das auch nicht. Ich glaube hier, ja, genau. Komm schon, schon. Zack, ja. So, ich hoffe, hier kommt jetzt nichts. Das wäre echt scheiße. So, erstmal hier. Und dann. Ach ja, stimmt. Erstmal so hier. Dekontamination. Dankeschön und komm schon. Mach das auf. Na, kommt da jetzt was entgegen oder so? Nein, aber wir sind immer noch in der Kanne dieser Scheiße. Scheiße. So, weg mit der Kacke. Okay, da ist dicht. Okay, alles gut. Das heißt, hinter mir kann schon mal nichts mehr passieren. Was ist? Oh, schöne Musik. Ja, wie angenehm. Wow, da geht's tief runter. Vor allem ist da kein Wasser, okay. Das haben wir wahrscheinlich abgepumpt. Nein, 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 das heißt, da ist ein Vieh. Meint ihr das eigentlich wieder? Nee. Ja, ich höre es. Scheiße. Wow. Durch das Rohr durch, seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Komm schon, mach das nochmal. Yeah. Mit dem Kopf durch die Wand. Na, was ist jetzt los? Bist du da oder bist du nicht da? Hallo? Jo. Jo, okay. Was denn? Bin ich so hässlich? Oh Gott, oh Gott. Hallo, oh, du bist wunderschön, Fettsack. Scheiße, dass du zugelegt, du. Oh Gott, das sind zwei. Machen die jetzt Liebe? Ich will das sehen. Ich will das sehen. Was? Störe ich euch oder was? Habt euch mal nicht so. Oh, ist das auch nur eins? Keine Ahnung. Ist so fett, könnten auch zwei sein. Ich hoffe, das sieht mich nicht. Warum bringst du Lichter zum Flackern? Weißt du warum? Weil du fett und hässlich bist. Deswegen. Geht deine Scheiße. Oh mein Gott. Das ist doch pervers. Ein Horst voller Monstrositäten. Oh Gott. Ein ganzer Schwarm dieser verdorbenen Kreaturen. Nicht mein Denken, sondern meine Instinkte haben mich bis hierher gebracht. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwo in diesem feuchtkalten Komplex einen Weg gibt, der noch weiter nach unten führt. Zu den ganzen Viechern. Ist ja wunderbar.
Ich werde ihnen nicht in die Gesichter schauen, während sie ihrem finsteren Handwerk nachgehen. Was ist denn ihr Handwerk? Und dennoch sehe ich ihnen beim Schlafen und Essen und Spielen zu. Und sie sind so menschlich, so kindlich. Und ich werde nicht an das Gesehene denken, an die Stühle und die Käfige. Und ich werde nicht daran denken, wie solche Monster geschaffen werden. Sag doch mal, wie man solche Monster geschaffen werden. Das würde mich mal interessieren. Oh Gott, ey. Ich verspüre einen leichten Anflug von Ekel. Und du läufst jetzt da unten rum, oder wie sehe ich das? Hm? Ach du Scheiße, bist du fett! Deine Freunde da haben einen kleinen Lunchtime? Oh Gott. Macht bloß, was ihr wollt, aber lasst mich in Ruhe. Ich will da nicht runter. Geh da auch nicht runter, könnt ihr vergessen. Denn die sind gerade beim Essen. Steht ihr? Hallo? Darf ich rein? Oh mein Gott. Okay. Okay. Die Türen hier sind gut gesichert. Schön. Muss wohl an den Viechern liegen. Ja, toll. Jetzt, wo wir das gesehen haben, fühle ich mich hier natürlich total sicher. Ich lasse hier mal auf, ganz ehrlich. Ist mir zu heikel. Zu heikel. Was ist denn hier? Die Tür kann ich nicht aufmachen. Ah, wichtig. Arbeitet zusammen. Schlaft alleine. Verbrüderung wird nicht toleriert. Redest du mit den Schweinen, du Schwein? Okay, wir können da oder da. Dunkel. Uah. Alter Vater. Deswegen flackert die Lampe immer, wegen diesen Viechern. Natürlich, jetzt komme ich drauf. Jetzt können wir das aber auch mal angucken hier. Das spielt echt mit Bauklötzen. Kann ich die Tür aufmachen? Na, zum Glück nicht. Sonst wäre ich ja fast in Versuchung gekommen. Nord. Du bist echt hässlich, aber irgendwie verspielt. Aber das hilft irgendwie nichts. Okay. Es macht mir keine Angst, solange es da eingesperrt ist, aber irgendwie macht es mir wieder Angst, dass da ein Ding ist hinter mir. Wenn ich jetzt da durchgehe, dass es dann vielleicht da jetzt auf zu flackern, dass es jetzt kommen könnte. Deswegen schnell Tür zu. Andererseits könnte es auch von vorne eins kommen und da könnte ich nicht weglaufen. Das ist... Hör ich da Schritte? Oder bist du das? Du süßes, kleines Piggy, du. Oh Gott, ich hab Schiss. Ja, ja, ja. Das springt doch, irgendeins springt doch ans Gitter, ich weiß es doch. Hallo. Na? Mach schön weiter damit. Was machst du? Schreibst du einen Brief? An deine Brieffreundin? Soll ich dir was sagen? Sie hasst dich. Ich hab sie bezahlt, dass sie da mit dir schreibt. Weil niemand dich lieb hat. Drecksvieh, Drecksvieh. Bleib da drin und versauer. Kein Bock auf euch, Dreckskacke. Nein. Schon wieder zwei Türen. Ja, das heißt schon wieder. Okay. Hier dauern Schritte. Es ist nie. Wo kommen diese Schritte her? Hallo? Was soll das? Oh, Blut. Blut ist immer ein gutes Zeichen. Ah ja. Kann schon nichts passieren, nicht wahr? Oh Gott. Ja. Nö. Ach, du bist angekettet? Oh, das tut mir aber leid. Oh, hast dich eingepisst? Gut so. Scheißvieh. Du tust mir nicht leid. Weil du ein dreckiges, richtiges, stinkendes Schwein bist. Seiner eigenen Pisse kann es von mir aus heulen. Was? Was? Wessen Geräusche sind das jetzt? Ist da draußen eins oder ist das das ja? Ey, komm, das ist nicht witzig. Was ist euer verdammtes Problem? Ich habe euch nichts getan. Ich pflege euch. Gebe euch zu essen. Ich wische euch den Arsch ab. Und das bekomme ich dafür?
Undankbare Drecksviecher sind das doch. Undankbare Missgeburten. Ich weiß, ihr seht vermutlich gerade gar nichts. Aber ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll, aber es geht nicht. Ich kann das nicht. Hallo. Bist du Star von vorhin? Bin schon wieder ein bisschen verlaufen. Dampfer flackert ja eh die ganze Zeit und das nervt. Auf mich zu verarschen. Was sind das für Geräusche? Wichtig, arbeitet zusammen, bla bla bla. War ich hier schon? Nee, das hier kenne ich noch nicht. Oh, das pennt. Auf dem Käfig, nicht im Käfig. Sehr produktiv. Hehehehe. Oh, es wird lauter. Entsorgungsrohre, nur Notzugang. Ach, halt doch die Schnauze, du. Hallo. Wo komme ich da? Nein, da läuft es rum, oder? Ist das da, wo es rumläuft? Ich glaube, da unten, oder? Ich will nicht. Ich will nicht. Nein, ich will nicht nach unten. Ich will nicht nach unten. Oh, er kann aber an der Leiter nicht die Laterne benutzen. Ich dachte, er ist Mendes und er kann alles, aber gut, dann nehme ich. Nein, ich will nicht darunter. Ja? Hä? Hallo, was ist das denn hier, bitte? Ja, ja, das muss natürlich sein, ne? Ja. Schön. Wisst ihr, ich kann auch einfach wieder hochgehen. Oh nein. Das ist doch ein schlechter Scherz. Das ist doch... Was? Ich kann da nicht mal... Was? Oh mein Gott, ist das ein Grafikbug oder sieht das wirklich so aus? Man merkt gar nicht, ob man vorwärts geht. Oh Gott, das sieht aus wie ein... Och, du Scheiße, nee. Ja, dann lass mich mal raten. Dann jagt es mich durch die Rohre oder was? Ja. Schöne Scheiße. Links oder rechts, links oder rechts. Entscheidet ihr, Leute. Sag was. Hallo, ich kann die Entscheidung nicht alleine treffen. Hör mal, ich weiß, du bist gern stumm und so, aber du musst mir jetzt echt hier helfen. Ich sitze echt in der Patsche. Einmal bitte ich dich um Hilfe. Und was machst du? Ja, die Entscheidung ist nicht leicht. Aber du machst es auch nicht gerade einfacher. Ja, okay, dann nehmen wir einen wahren Deutscher nach rechts. So. Ja, schöne Sache. Hallo. Oh, kommt gleich eine Scheißschwalle runter. Das fände ich höchst angenehm. Ich bräuchte eh mal wieder eine Dusche. Oh, Sackgasse. Da geht's runter. Na, was hätten wir denn hier? Kann man nichts erkennen, okay. Na? Weiter nach unten, was meint ihr? Wow. Lag. Lag heißt nicht gut. Warum habe ich das Gefühl, ich muss gleich weglaufen? Hm? Hm, warum? Vielleicht, weil ich jetzt den Part beende. Ich pack das nicht. Ne, Leute, da muss ich erstmal eine Tagpause machen. Und dann packe ich das erst, um runterzugehen. Also, Leute, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Im nächsten Mal, genau. Beim nächsten Mal wieder. Bei Amnesia Machine for Pigs. Ciao, ciao. Du Schwein.